Denkst du gerade darüber nach, als Beamter zu kündigen und fragst dich gleichzeitig, ob du jemals wieder verbeamtet wirst, wenn du jetzt kündigst? Kann es sein, dass der Staat dich für deine Kündigung bestraft und somit du nie wieder verbeamtet werden kannst? Vielleicht fühlst du dich besser und kannst auch leichter eine Entscheidung treffen, wenn du eine Klarheit darüber hast, ob eine Wiederverbeamtung möglich ist oder eben nicht. Und deshalb möchte ich mit dir in diesem Video die 5 häufigsten Fragen, die mir zu diesem Thema gestellt werden, durchgehen, damit du Klarheit hast und wir jegliche Gerüchte zu diesem Thema ein für alle Mal beenden. Also lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Victoria Gaubani und ich unterstütze dich dabei, deine fülle Berufsalternative zu finden und souverän zu kündigen. Als ich selbst kündigen wollte, damals aus der Lebenszeitverbeamtung, ich war Berufsschullehrerin und auf Lebenszeit verbeamtet und wollte kündigen, da haben dann meine Kollegen zu mir gesagt, mach das auf gar keinen Fall, also überleg dir das ganz genau, ob du das machst, weil du kannst nie wieder zurückkommen, du wirst nie wieder verbeamtet werden und du wirst dann der Staat bestraft dich dafür, dass du jetzt rausgehst und will dich dann nicht mehr wiederhaben. Ich fand das alles schon recht übertrieben und irgendwie auch falsch. Ich dachte, das kann nicht sein. Und ich wollte unbedingt kündigen damals, weil ich für einen Versetzungsantrag keine Freistellung bekommen habe. Und das hat mich extrem genervt, dass ich als erwachsene Frau eine Freistellung brauche, um meine Schule zu wechseln, woanders arbeiten zu wollen. Und das ging für mich gar nicht. Und deswegen hatte ich überlegt, okay, dann kündige ich, dann gehe ich halt raus und werde mich eben neu bewerben, alles einfach neu machen und das machen, was ich möchte, nämlich rausgehen und woanders arbeiten. Und deswegen stand für mich so schon fest, dass ich kündigen will. Und ich spreche auch mit dir über dieses Thema ganz ausführlich hier in diesem Video. Also schau dir auf jeden Fall das Video an, wenn es dir jetzt genauso geht wie mir damals, dass du einen Versetzungsantrag gestellt hast und keine Freistellung bekommst. Oder es eh klar ist, dass du keine Freistellung bekommst, weil es noch schwieriger ist, eine Freistellung zu bekommen als damals. Das ist auch einer der häufigsten Gründe, warum überhaupt Beamte darüber nachdenken oder Ex-Beamte dann, also darüber nachdenken, auszusteigen und wieder einzusteigen, also zu kündigen und dann wieder Verbeamte zu werden, nämlich weil Versetzungsanträge nicht genehmigt werden und sie dann darüber nachdenken, so wie ich damals eben zu kündigen und rauszugehen. Und generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass im Beamtentum viel zu früh gesagt wird, nee, kannst du nicht und das ist nicht möglich. Und es wird sehr viel mit Angst gearbeitet, sowohl unter den Kollegen selbst, als auch natürlich von der Behörde. Und ich kann dir jetzt sagen aus meiner Erfahrung, dass weitaus mehr möglich ist, als die meisten glauben. Daher bleib bei dem, was du möchtest, also und, lass dich nicht von anderen beirren mit ihren Ängsten und Vorstellungen, sondern behalte das, was du im Kopf hast als Ziel und geh dafür los. Und du wirst jetzt auch gleich, wenn wir durchgehen hier zu dem Thema Wiederverbeamtung, auch merken, dass weitaus mehr möglich ist, als viele denken. Also lass uns auch gleich hier anfangen mit den 5 Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden zu dem Thema. Und die erste Frage ist ganz klar, ist denn eine Wiederverbeamtung wirklich möglich? Ja, die Wiederverbeamtung ist möglich und das erzähle ich dir jetzt nicht, weil ich das irgendwo gelesen habe, sondern weil ich es, wie ich es dir eben erzählt habe, selber gemacht habe und auch noch jetzt andere dabei unterstützt habe, dies zu tun, weil sie eben die Versetzungsanträge gestellt haben und ja, keine Genehmigung bekommen haben und sie nicht irgendwie die nächsten 5, 6 Jahre darauf warten wollten, dass sie irgendwann mal vielleicht eine Genehmigung bekommen, haben sie das genauso gemacht wie ich, haben gekündigt und haben dann ihren Arbeitsort oder die Behörde letztlich gewechselt. Also entweder waren das, vor allem waren es Lehrer, weil bei Lehrern ist es immer am schwierigsten aktuell, einen Versetzungsantrag dafür eine Genehmigung zu bekommen. Und sind dann woanders hingegangen, in einer anderen Schule und sind dort wieder verbeamtet worden. Es gibt auch Fälle, wo es interessant oder wo die Wiederverbeamtung interessant ist, ist dann, wenn einige mit ihrem Partner zusammen ins Ausland gehen, weil der dann einen Job hat in Amerika oder sonst wo und dann gehen sie mit dem ins Ausland und kommen dann wieder zurück und wollen dann wieder in dem Beruf arbeiten, also beispielsweise wieder als Lehrer arbeiten und dann steht wieder die Wiederverbeamtung für sie in Frage oder es ist für sie interessant, wieder verbeamtet zu werden. Also das sind so die häufigsten Fälle oder die einzigen Fälle, bei denen ich hatte, wenn es dann um die Wiederverbeamtung geht. Weil diejenigen, die rausgehen, weil sie das System kritisieren, die wollen ja nicht nochmal wieder reingehen, ist klar. Die gehen ja ganz raus. Und bei mir selbst war das damals so, dass ich, wie ich dir vorhin erzählt habe, bei einem Versetzungsantrag gestellt habe und eben keine Genehmigung dafür bekommen habe und gesagt habe, okay, dann kündige ich. Und dann habe ich auch gekündigt, bin dann rausgegangen, bin dann
habe einen Bundeslandwechsel vorgenommen und war dann an einer neuen Schule und dort bin ich wieder verbeamtet worden. Ich hatte auch wieder die eine Lebenszeitverbeamtung und habe dann wieder gekündigt, weil ich festgestellt habe, okay, es ist egal an welcher Schule, es ist egal in welchem Bundesland, passt einfach nicht zu mir. Und die Gründe, weshalb ich gekündigt habe, also endgültig gekündigt habe, kannst du dir hier in diesem Video anhören oder anschauen. Und genau, deswegen weiß ich ganz klar, dass eine Wiederverbeamtung möglich ist, weil es bei mir ja auch der Fall war und eben bei anderen auch. Deswegen, also die erste Frage, ja, eine Wiederverbeamtung ist möglich. Lass uns weitergehen zu der zweiten Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, wie kann ich mich denn wiederverbeamten lassen? Die Vorgehensweise ist genauso wie bei der ersten Verbeamtung. Also du bewirbst dich auf eine offene Stelle und durchläufst das gesamte Verfahren, das gesamte Bewerbungsverfahren so wie alle anderen auch. Weil du hast ja gekündigt, du bist ja schon rausgegangen. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn du natürlich kündigst, also wenn du dich aus dem Beamtum entlassen lässt, einen Antrag auf Entlassung gestellt hast, dann gehst du ja komplett raus aus dem Beamtentum und jetzt willst du ja wieder reinkommen. Und somit bewirbst du dich auf die Stelle, die du haben möchtest, ganz genauso wie alle anderen auch. Und wenn du die Stelle bekommst, da ist es dann interessant oder da ist es dann für dich interessant bzw. wichtig dann zu sagen, okay, dass du die Wiederverbeamtung haben möchtest, dass du erneut verbeamtet werden möchtest. Und dann ist es wichtig, die Voraussetzungen, also die Hauptvoraussetzungen zu erfüllen für das jeweilige Bundesland. Also einmal Altersgrenze ist bei den jeweiligen Bundesländern anders und die Gesundheit. Weil Gesundheit ist eigentlich überall gleich, aber alle Bundesländer haben eine unterschiedliche Altersgrenze, ab wann sie nicht mehr verbeamten. Diese zwei Voraussetzungen sind wichtig zu erfüllen und dann läuft es so wie immer. Also du gehst dann wieder in die Probezeit, also bist Beamter auf Probe und so weiter. Und ich erzähle dir gleich nochmal was zu der Probezeit, aber das ist jetzt schon mal so das, was du wissen solltest hinsichtlich des Verfahrens. Und wichtig ist natürlich auch, dass du weißt, dass dir logischerweise die Frage gestellt wird, warum du gekündigt hast. Und da solltest du schon eine klare, souveräne Antwort drauf haben, was du aber auch haben wirst, weil es gibt ja Gründe, warum du gekündigt hast und das kannst du dann ganz offen und ehrlich sagen, deswegen war es so. Bei mir war das so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe einen Versetzungsantrag gestellt und ich habe dafür keine Freistellung bekommen und ich wüsste nicht, warum ich jetzt warten soll, bis ich eine Freistellung bekomme. Ich bin ein freier Mensch, also für mich gibt es da keinen Grund zu warten. Und dass du dann weißt, okay, dir wird diese Frage gestellt und dass du dann auf diese Frage dann meine Antwort hast. Und es kann auch sein, dass du erst einmal in ein Angestelltenverhältnis reingehst, weil die Bürokratie nicht so schnell ist, auch hinsichtlich deiner ganzen Unterlagen, die du da einreichen kannst, sage ich dir auch gleich noch was dazu. Also es kann sein, dass ich selbst beispielsweise und habe das auch bei einigen erlebt, dass sie erst einmal angestellt worden sind für einige Monate und dann hatten sie diesen Wechsel gehabt auf die Wiederverbeamtung bzw. wieder in ein Beamtenverhältnis reinzukommen, waren wieder Beamte auf Probe. Okay, lass uns jetzt weitergehen zu der dritten Frage. Und da ist die dritte Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, muss ich komplett neu anfangen? Und hier ist es so, dass du jetzt nicht komplett neu anfangen musst im Sinne dessen, dass du jetzt deine Ausbildung neu machen musst oder so. Also das ist klar, ich meine, die Ausbildung ist beendet, da brauchst du nichts zu machen. Hinsichtlich der Probezeit ist es so, was ich auch vorhin meinte, dass ein Beamtum ja für gewöhnlich, also generell ja 3 Jahre die Probezeit dauert. Und hier gibt es die Möglichkeit, wenn du deine Unterlagen, also alles, was du letztlich hast an Gutachten, die zeigen, dass du ja eine bestimmte Art von oder eine gute Arbeit geleistet hast, dass du Erfahrungen mitbringst. Wenn du die bei der Behörde einreichst, dann besteht die Möglichkeit, deine Probezeit zu verkürzen, mindestens 1 Jahr. Das ist so, ist das, was auch im Gesetz steht, Bundesbeamtenlaufbahn, Paragraph 31, dass du auf jeden Fall dort hast du es stehen, der Bundesbeamtenlaufbahnverordnung, dass du in mindestens 1 Jahr Probezeit machen musst. Und da ist es wichtig, dass du eben deine ganzen Unterlagen an die Behörde schickst, dass sie das sagen können, okay, ja, nehmen sie an, ist alles so, wie sie es haben wollen. Und dann kriegst du dann auch ein Schreiben, dass deine Probezeit verkürzt ist auf 1 Jahr. Und was hinsichtlich der Bezüge ist es so, dass da auch nochmal
neu gerechnet wird, in welche Stufe du reinkommst. Also welche, also es ist jetzt nicht die, die Gruppe. Also ich war ja Berufsschullehrerin, also A13. Ich hatte, bevor ich gekündigt hatte, hatte ich Stufe 8 und danach bin ich Stufe 7. Also ich bin eine Stufe dann runtergegangen, es war ein Bundeslandwechsel und so weiter. Und dann kann es sein, dass du hinsichtlich der Stufen neu eingeordnet wirst, aber die Gruppe als solches bleibt bestehen. Aber wichtig ist, dass du wirklich alles, was du an Unterlagen hast, eben bei der Behörde einreichst, sodass sie dann auch einen Überblick haben zu dem, was du bisher so gemacht hast. Und auch sagen können, okay, das ist das, was sie dann genehmigen, das ist das, was sie dann annehmen und das eben vielleicht nicht. Wobei meistens nehmen sie alles an, also da sind sie echt schon ganz fair. Also gehen wir weiter zu der vierten Frage. Und die vierte Frage ist, was passiert mit meiner Pension? Also deine Pension und auch hinsichtlich der Krankenversicherung ist es so, dass alles so passiert, also so verläuft wie bei einer Kündigung. Wenn du kündigst, also rausgehst aus dem Beamtentum und nicht gleich sofort am nächsten Tag eine neue Stelle als Beamter hast oder wieder reinkommst ins Beamtentum, dann ist es natürlich so, dass du auch hinsichtlich der Krankenversicherung so vorgehen musst wie alle anderen, die kündigen und gar nicht mehr zurück wollen ins Beamtentum. Also das ist ganz wichtig, dass du das weißt. Sowohl hinsichtlich der Pension als auch hinsichtlich der Krankenversicherung läuft alles so bei deiner Kündigung wie bei einer Kündigung ohne das Wissen oder ohne das Ziel, wieder ins System reinzukommen. Und schau dir hinsichtlich der Kündigung alles, was du dazu beachten hast, diese Videos hier an. Generell gilt, wenn in deinem Bundesland das Altersgeld vorhanden ist, bekommst du das Altersgeld, wenn du die Voraussetzungen erfüllst, und wenn das Altersgeld nicht vorhanden ist, bekommst du hinsichtlich deiner Pension, wirst du nachversichert. Und bei der Krankenversicherung hängt es auch davon ab, was für eine Lebenssituation du hast. Aber schau dir auf jeden Fall da die Videos zu an. Okay, gehen wir mal weiter zu der nächsten Frage. Zu Frage Nummer 5 ist, was muss ich beachten, wenn ich mit dem Wissen kündige, dass ich mich wieder verbeamten möchte? Also wenn du eh schon weißt, dass du wieder rein willst, also weil du zum Beispiel wie ich damals oder wie die meisten, die wieder verbeamtet werden wollen, kündigst, weil du eben keine Freistellung bekommen hast, ist es klug, in deinem Antrag auf Entlassung nicht das System komplett zu kritisieren. Also es ist jetzt zwar nicht so, dass da bei der erneuten Wiederverbeamtung jetzt deine gesamten Unterlagen durchgelesen werden, das ist es nicht, und je nachdem, wo du dich auch wieder neu verbeamten lassen möchtest. Also wenn du einen Bundeslandwechsel vornimmst, wie ich damals, dauert es auch, bis überhaupt die Akte aus dem Bundesland A dann bei Bundesland B vorhanden ist. Also bis das dauert, also da brauchst du dir hinsichtlich dessen jetzt keine Sorgen zu machen. Aber generell ist es schon klug, dass du da jetzt in deinem Antrag auf Entlassung jetzt einfach neutral bleibst und einfach nur einen Zweizeiler schreibst, dass du dich zu dann und dann entlassen lassen möchtest, und jetzt nicht groß darüber zu sprechen, wie furchtbar du das System findest. Ist eh auch komisch, wenn du so das System total komisch oder voll schlimm findest und dann wieder verbeamtet werden möchtest. Ist auch ein bisschen, ja, auch hinsichtlich deines eigenen Wertesystems schräg und merkwürdig. Also wirst du eh nicht tun. Aber das ist schon mal etwas, was du wissen solltest. Und das, was ich empfehle, ist, wenn du wieder verbeamtet werden möchtest und auch schon klar weißt, dass du, wo du wieder arbeiten möchtest, dass du dich auch schon vorab bei der neuen Stelle informierst, da dich schon mal mit den in Verbindung setzt und weißt, okay, dass sie dich auch dabei unterstützen, dass sie auch wollen, dass du da hinkommst, dass du auch da arbeiten sollst und dass sie das toll finden. Also das würde ich dir schon empfehlen, dass du da schon mal vorher die Kontakte schließt und da direkt anfragst, sodass da klar ist, okay, hey, da die anderen, also die neue Stelle, die warten auf dich, die wollen, dass du da hinkommst und dass du da erwartet wirst und willkommen bist. Das ist das, was ich dir empfehle. Es ist nicht das, was sein muss. Es ist nur eine Empfehlung. Du kannst auch genauso gut das jetzt so machen, dass du eben rausgehst
und dann dich komplett neu bewirbst oder ohne, dass du vorher Kontakt aufgenommen hast mit der neuen, mit dem potenziellen neuen Arbeitgeber oder mit der potenziellen neuen Dienststelle. Aber ich empfehle dir, das zu tun, weil dann fühlst du dich auch ganz gut, wenn du weißt, okay, du gehst jetzt raus, da warten sowieso woanders wieder neue Leute auf dich und dann fühlst du dich einfach besser. Gut, zwei Fehler solltest du auf gar keinen Fall machen bei dieser ganzen Vorgehensweise. Fehler Nummer eins ist, dass du dich schlecht fühlst, dass du dich schuldig fühlst, dass du dich irgendwie, ja, irgendwie so klein machst, wenn es dann darum geht, dass du im Bewerbungsverfahren die Frage zu beantworten hast, ja, warum haben sie gekündigt? Weil diese Frage kann dir auch etwas grob gestellt werden. Wie sind sie denn darauf gekommen, überhaupt zu kündigen oder so? Das kann schon sein, dass die dann etwas verwundert sind und dir dann die Frage so stellen, dass du da trotzdem irgendwie ganz gelassen bleibst und einfach souverän deine Antwort gibst, warum du das gemacht hast. Also, dass du da jetzt nicht in diese Haltung gehst, ja, irgendwie, oh Gott, ich habe was Schlimmes gemacht oder oh Gott, schrecklich und hoffentlich stellen sie mir jetzt keine bösen Fragen. Das solltest du nicht tun, weil das signalisierst du dann natürlich und dann kann es sein, dass dass es bei dem Bewerbungsverfahren oder bei dem Gespräch dann einfach dazu kommt, dass du dann einfach nicht so punktest, wie du es gerne möchtest. Deswegen empfehle ich dir wirklich, mach nicht diesen Fehler da, dich schuldig zu fühlen oder sowas, sondern bleib souverän und weiß, okay, du hast einfach eine Entscheidung für dich getroffen, die ist vollkommen in Ordnung und dann heißt es trotzdem nicht, dass du da jetzt nicht nochmal den Beruf selbst ausüben möchtest, okay? Also Fehler Nummer zwei, diesen solltest du auch nicht machen, ist, dass du dich für deine Belange nicht einsetzt. Also wenn du dann die neue Stelle hast, dann solltest du wirklich darauf achten, dass du deine Unterlagen die Behörde schickst, wenn du wieder verbeamtet werden möchtest, was du ja möchtest, sonst würdest du dir dieses Video nicht anschauen. Und dass du auch hinsichtlich deiner Bezüge darauf achtest, dass sie wirklich alles berücksichtigen, dass du da auch mal anrufst, ganz freundlich, ganz nett, mit denen nochmal sprichst, sodass einfach du selbst da Klarheit hast, okay, hey, du gibst deine Unterlagen, aber da bist du auch hinterher, dass es auch alles so seinen Lauf nimmt, damit du das bekommst, was du möchtest, hinsichtlich deiner Bezüge, hinsichtlich der Probezeit und auch hinsichtlich der Verbeamtung selbst. Nun hast du alles, was du wissen musst, um für dich die Entscheidung zu treffen, ob du wieder verbeamtet werden möchtest oder ob du dir vielleicht doch lieber einen alternativen Job suchst, also einen Job, der dich erfüllt. Und dazu empfehle ich dir, dir diese Videos hier anzuschauen. Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg bei all dem, was du machst und freue mich natürlich sehr, wenn wir uns wieder im nächsten Video sehen. Bis dahin, ciao!